Und damit hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution 2. Ich hatte die Ehre, dank Frontier, das Ganze schon ein wenig früher anzuspielen und für euch ein paar Videos vorzuproduzieren. Deswegen erstmal vielen, vielen lieben Dank an Frontier. Da geht wirklich so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung, dass man so eine Ehre halt bekommt. Das ist echt schön. Ich darf das Ganze für euch übrigens veröffentlichen ab Freitag, dem 5.11. Und das Spiel kommt offiziell raus am 9.11. Also ab da könnt ihr es dann selber zocken. Aber wir starten jetzt schon mal gemeinsam heute in die Kampagne. Aber erstmal gehen wir jetzt gemeinsam in das Hauptmenü, würde ich sagen. Und dort haben wir auch schon einige Auswahlpunkte, nämlich einmal die Kampagne. Die werden wir natürlich gleich spielen mit einer schönen Story. Herausforderungsmodus, Chaos-Theorie-Modus werden wir wahrscheinlich beides im Stream machen. Sandkostenmodus werden wir noch ganz viel mitspielen, wenn wir dann unsere Parkbauprojekte machen. Und hier kann man noch den Newsletter abonnieren, um einen Fahrzeugskin zu bekommen. Werde ich später auch definitiv noch machen. Nicht wundern, ich habe schon einmal ganz kurz angespielt, damit ich schon mal ein bisschen die Grafik-Settings und so einstellen kann. Aber ich habe da noch wirklich so gut wie gar nichts ausprobiert. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt ohne langes Geschnacke, denn ich bin mega gehypt in die Kampagne. Jurassic World. Hier... Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz... wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten, der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel, Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Für uns ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert. Aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Oha. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Okay, ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay. Wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug.
und einem Helikopter-Einfangteam. Wie groß diese Karten sind. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich habe schon so ein bisschen Gänsehaut. Und ich muss echt sagen, diese Zwischenfrequenzen mit diesen, sind das, wie nennen sie sich diese Bilder, wenn sich ein bisschen nur bewegt, das Ganze, die Kamera und sowas, das sah echt cool aus. Also das war mega gut gemacht. Ah, ist das schön. Jurassic World Evolution 2. Kann's nicht fassen. Cabot Finch hat sich übrigens kein Stück verändert. Wir machen immer noch der alte. Fortschritte. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist. Habe ich doch schon. Damit es auch einsatzfähig ist. Mensch, Claire, ich bin Profi. Über 1000 Stunden bei JW1. Du brauchst mir nichts erzählen. Claire, könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden. Und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Ich muss übrigens sagen, diesen Teil habe ich sogar kurz schon angespielt, als wir einmal eingeladen wurden, den Chaos-Theorie-Modus zu spielen. Okay, wir haben einen Kompass. Ganz oben, da sehen wir dann Symbole, wo wir hin können. Dann sehen wir natürlich auch die Dinosaurier und können mit R in den Zielmodus wechseln. Und schießen, also alles wie gehabt. Dabei hatte ich aber so ein paar technische Probleme, deswegen konnte ich das gar nicht so richtig genießen. Und jetzt läuft einfach alles so gut. Es ist so toll. Ich freue mich. Sorry, wenn ich so überhyped bin. Aber ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet und es ist einfach schön, jetzt in den Händen zu halten. Aber immer noch Scharfschütze wie früher. Guckt es euch an. Nix verlernt. Ja, hier ist Owen. Verstanden. Wir haben ihn erfolgreich eingefangen. Oh yeah. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Hallo, Zweifel. Ich war das. Wirklich? Hallo. Hier unten haben wir übrigens ein neues Symbol für den Transport. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Let's go. Das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Und lass mich raten, wir brauchen... Ah, okay, nee. Wir haben natürlich auch die neue Zeitsteuerung. Da können wir alles beschleunigen. Und auch stoppen, das ist echt cool. Also mit Leertaste kann man das Ganze direkt stoppen immer. Wie windig das ist. Kommt gerade ein Sandsturm. Wow. Das sieht ja richtig cool alles aus. Ey, das Spiel ist so wunderschön. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Ich spule mal vor. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Und vielleicht Chancen. Jetzt sind wir hier auf Stufe 3. Dann kommt alles schneller geflogen. Sowas ist super praktisch. Dass man endlich pausieren kann und auch mal vorspulen kann, wenn was zu lange dauert. Das ist echt richtig cool. Na, das Wetter scheint sich aber wieder beruhigt zu haben. Und da landet unser Baryonyx. Oh, ich erkenne diesen Saurier. Ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Jetzt wahrscheinlich Gehege gestalten. Gehe ich mal von aus. Ja. Es gibt nicht viel, das die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch so. Habe ich doch schon. Alles blinkt hier noch, bevor ich... beziehungsweise ich bin dann schon immer fertig, wenn es blinkt. Hier ist alles bereit. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ Lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Ja, das kennt ihr ja schon alles. Ich hoffe, wir können ihn gleich auch noch beim Fressen zusehen. Oh, sieht alles so wunderschön aus. Ich bin echt gehypt. Das ist mega cool. So, wir scannen den jetzt mal. Bestätige Objektstatus.
Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren. Er greift an. Aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Gefällt ihm gar nicht. Creme und Drinks am Pool? Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint oder nur ein Witz? Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Besser? Jo, was fehlt denn noch? Oh. Ne, er greift nicht an. Boah, der sieht schon bedrohlich aus. Aber der ist doch eigentlich relativ glücklich. Aber wir müssen hier wahrscheinlich auch noch gucken, ja. Wir brauchen mehr Felsen. Na gut, das kriegen wir hin. So, machen wir mal hier vorne ein paar hin. Die kann man übrigens auch super nah aneinander platzieren. Also das wirklich kaum Abstand muss man da halten. Das schon reicht. Das sieht sehr gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Ich habe gelogen. Wir brauchen noch mehr Felsen. Gar kein Problem. Ich finde das auch cool, wie die Kamera so erschüttert, wenn man große Felsen platziert. Sehr atmosphärisch. So, mein Lieber. 17%. 96 reicht. Die Zeit läuft runter. Das passt alles soweit. Und wir haben es geschafft. Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß. Aber das klappt. Vertrau mir. Den Ranger-Posten, den platziere ich jetzt sogar einfach mal hier direkt. Weil dann kann der ja sogar für beide Gehege funktionieren. Weil hier ist ja auch schon so ein angefangenes Gehege. Weil der kann auch durch Zäune durchscannen. Oh, jetzt trinkt der. Jetzt geht er hoffentlich auch was futtern. Dann können wir ihn dabei gleich mal beobachten. In der Zeit können wir mal schnell das Ranger-Team soweit zuweisen. Ich finde es übrigens cool, dass das jetzt so ein kombiniertes Gebäude ist. Mit Heli und Fahrzeug. Super praktisch. So. Den soll der jetzt regelmäßig scannen. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Riecht der aus? Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Okay, wir sollen einen Triceratops betäuben. Ich nehme mal den, der ein bisschen abseits von der Gruppe steht. Dann fühlen sich die anderen nicht so belästigt. Oh, hat noch getroffen. 100% Trefferrate, nicht schlecht. Okay. Muss ich wahrscheinlich das andere Gehege erst vervollständigen, gehe ich von aus. Oder nicht, ich muss doch alle. Oh, die hat doch gesagt, nur ein. Okay, never mind. Dann müssen wir nochmal umdrehen. Weil der Balken ist jetzt nur zu ein Drittel gefüllt. Das kriegen wir aber auch hin. Die schlafen sogar gerade, ist perfekt. Trefferrate, nicht mehr 100%. Bei einem schlafenden Ziel nicht getroffen. So. Die haben jetzt aber alle getroffen. Das sollte jetzt auch reichen, damit die ja fast schon schlafen bleiben. Ich glaube, die werden nicht mehr aufstehen. Synchron aufstehen. Nicht schlecht. Um dann wieder umzukippen. Okay, wir sollen ein neues Gehege bauen und dann sollen die Triceratopse dorthin. Der hat jetzt bestimmt in der Zeit gefressen, ne, der Frechdachs, damit ich es nicht sehe. Ah, können wir nichts machen. Dann bauen wir mal ein neues Gehege. Da benutzen wir natürlich hier das fast schon vorgefertigte. Der Platz reicht bestimmt schon aus für den Triceratops. Ich denke nicht, dass der so krass viel Platz braucht. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel die Zeit anhalten können zum Bauen. Das ist halt echt praktisch, ne, wenn man dann sowas zu tun hat und dann da Dinosaurier liegen und warten, kann man halt hier pausieren und dann alles in Ruhe fertig bauen.
Und das ist sogar JW1-Musik gerade. Die kenne ich doch. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Oh, habe ich den falschen angeklickt? Produkt muss eingesammelt werden. So, alle drei hier rüber. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und dann können wir schon mal anfangen, ein bisschen zu gestalten. Also Wasser brauchen die auf jeden Fall. Und auch ein Futterspender, den ich noch nicht habe. Ach nee, brauchen die ja gar nicht mehr. Ach Mensch, da war ich jetzt verwirrt. Die brauchen ja einfach Pflanzen. Die fressen ja mittlerweile von den Bäumen und Büschen im Gehege. Ah, richtig gut. Finde ich viel besser, diese Lösung. Weil bei JW1 habe ich immer versucht, die Futterspender zu verstecken, damit es natürlich aussieht. Und jetzt brauche ich es nicht mehr, weil die einfach direkt von den Pflanzen fressen. Wir schauen gleich mal, was für Pflanzen die so bevorzugen. Ich bin jetzt auch wieder vorspulen eigentlich. Da kommen sie geflogen. Transport im Gange. Der ist noch hier, oder? Der Baryonyx? Ja, dem geht's gut. Und da landen sie. Produkt zugestellt. Sehr schön. Ja, die müssen wir jetzt einmal scannen, damit wir das Wohlbefinden einschätzen können. Oh, wenn ich R drücke, kann ich jetzt sogar auf beides zugreifen, auch auf den Heli. Das ist ja praktisch. Oh, der fährt schon automatisch hin. Oh, das ist ja richtig gut gemacht. Und jetzt scannt er einmal hier den Ranger-Posten. Und da wir den so platziert haben, dass er auch da drüben ankommt, sollte das reichen. Oh. Okay. Das fand der Baryonyx gar nicht gut. Oh, shit. Aber komplett zerdeppert. Was mache ich denn jetzt? Wartet mal. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Okay. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Okay, jetzt wird das Territorium oder Territoriensystem erklärt. Also die Dinosaurier erschaffen sich ja immer so ein Territorium. Ach, dieses Wort. Und das kann man auch einsehen und die können sich dann teilweise auch überschneiden und sowas. Das ist super interessant, da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert. Genau, und innerhalb dieses Territoriums bilden sie dann eine Komfortstufe. Die suchen sich natürlich den Platz, der am besten für sie geeignet ist. Na okay, wenn etwas lange nicht besucht wird, schrumpft das Territorium auch. Ah, das werden wir bestimmt im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr herausfinden. Wir machen aber jetzt erstmal so eine Beobachtungsgalerie hin. Das sollte auch gar kein Problem sein. Aber wir müssen jetzt nochmal kurz den Scan anschmeißen. Was macht er denn jetzt? Ach, Status überprüfen. Hä? Bin überfordert. Du musst das scannen. Das sollte doch eigentlich reichen. Also von der Range her locker. Das sollte gar kein Problem sein. Wir spulen mal vor. Die Fahrzeugteile liegen hier noch. Hat er die jetzt gescannt? Nee, dann müssen wir da doch einmal hinfahren. Scheint doch nicht zu funktionieren. Muss ich da jetzt einen extra Ranger-Posten reinmachen? Das ist jetzt die Frage. Machen wir es einfach mal. Kann ja nicht schaden. Und dann können wir ihm auch einfach die Aufgabe streichen. Und lassen ihn direkt den Ranger-Posten scannen. Und dann führen wir in der Zeit mal eben schnell den Weg weiter. Ich kann auch mal vorspulen, damit er das schnell macht. Also das Bauen funktioniert wirklich unfassbar gut. Vor allem, wenn man schon Jurassic World Evolution 1 gewohnt ist, dann fühlt sich das hier echt super an. Ein paar Tasten haben sich geändert, aber mehr eigentlich auch nicht. Ansonsten ist es relativ gleich geblieben. So, jetzt scannst du aber, oder? Oh, er wird wieder angegriffen. Scheint dem Triceratops gar nicht zu gefallen.
Ah, jetzt haben wir die Daten, das ist gut. Gemahlener Faser fehlt ihm. Schauen wir doch mal schnell nach. Die finden wir bestimmt. Ach so, hier sehe ich das dann. Also hier sind die verschiedenen Pflanzenarten. Hier steht der Name der Pflanze. Und hier steht, was da drin ist. Gemahlener Faserstoff. Dieses Pflanzentool ist auch echt gut. Sieht echt cool aus, wenn man das so auf den Boden pinselt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel, aber ich glaube, Triceratopse mögen es relativ verwuchert und bewaldet. Oh. Der Jeep scheint echt interessant zu sein. Der wird bestimmt gleich wieder zerstört. Ah, das sieht gut aus. Alles im hellblauen, naja, eher weißen Bereich, nicht hellblau. Und der frisst ja auch schon von den Pflanzen. Das klappt alles. Wundervoll. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Machen wir. Gar kein Problem. Bauen wir hier hin und können wieder vorspulen. Auch bei sowas ist es natürlich dann super praktisch bei Gebäuden. Damit die schneller errichtet werden. Tada, kein Strom. Das kriegen wir aber auch hin. Denn wir können einfach hier so einen Notfallgenerator bauen. Den platziere ich mal hier so hin. Die sind auch super praktisch, die Dinger. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Ich skippe das jetzt einfach mal, weil das haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Wir können jetzt einmal Wissenschaftler rekrutieren. Das dürft ihr vorne gehen, im Kontrollzentrum. Genau, da können wir uns die angucken gleich. Oh, hier gibt es 3 Stück. Da sieht man dann auch Werte, was die haben. Logistik, Genetik, Wohlbefinden und auch noch Spezialwerte haben die. Und sogar eine Biografie. Also man kann da sogar sich noch durchlesen, was die so vorher gemacht haben. Wir nehmen jetzt aber mal die, die am besten sind. Also der hier ist super gut. Der sieht auch erfahren aus. Den nehmen wir. Reicht das schon? Siehst du das, Claire? Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Oren, bist du da? Ja, du hallo. Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Ja, das ist ja cool. Jetzt können wir sogar lebendig Dinosaurier fangen. 4 Stegosaurus in der Nähe von Las Vegas gesichtet. Vorfallalarm. Das heißt, wir fangen die jetzt wahrscheinlich in der Wüste von Las Vegas ein und bringen die dann zu uns in die Anführungszeit. Wie hieß das Ding noch? Wohlbefinden, Dinosaurier-Wohlbefinden, Zuflucht oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fliegt jetzt das Team los. Bevor die Teams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Gerne, gerne, machen wir. Das Gehege baue ich, glaube ich, mal hier hin. Das ist, glaube ich, ein ganz geeigneter Ort. Bisschen mit Abstand, damit wir da auch noch eine Beobachtungsgalerie einbauen können, im Zweifel. Aber ansonsten einfach auch viereckig, denke ich mal. Oh. Erstmal schief bauen. Oh, hier ist Parkbegrenzung. Und dann wird es ein Dreieck. Ist auch nicht schlimm. Sieht doch gut aus. Also es sollte auch von der Größe easy ausreichen. Bin ich mir sicher. Aber so ist doch schön die Form. Ist mal was anderes. Aber das passt soweit. Dann brauchen wir natürlich noch ein Tor. Ganz wichtig. Und wir müssen schon mal einen Ranger-Posten bauen, damit das Ganze gescannt wird. Den können wir auch jetzt schon, glaube ich, dem Fahrzeug zuweisen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die hat er auch. Die sieht man jetzt übrigens auch hier in der Liste. Habe ich gerade gesehen. Hier, Posten zugewiesen. Da kann man wohl 5 Stück insgesamt machen. Das sind die Patrouillenaufgaben.
Sehr interessant. Und jetzt können wir, glaube ich, vorspulen soweit. Es dürfte laufen, ne? Ja, das läuft soweit. Aber wenn wir hier im Menü sind, ist das Ganze pausiert. Deswegen steht das hier gerade. Das ist auch ganz praktisch, wenn man sich hier irgendwas anguckt. Die Forschung oder irgendwas in der Art. Dann wird das Spiel auch pausiert. Das ist echt gut. Hier sieht man das auch unten. Und da haben wir es. Lebenfang. 4 Stegosaurus gefangen. 0 entgangen. Also hier können auch welche ausbüchsen, so wie es aussieht. Einfangzeit 54 Sekunden. Das ist auch richtig gut. Aber wir transportieren die jetzt schon in ihr schönes Dreiecksgehege. Ich glaube, wir können auch schon mal direkt so einen Beobachtungsding bauen. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Oh, sie kommt schon so schnell. Oha. Das ging jetzt echt fix. 4 Stegos. Ach, wie schön. Da rennen sie los. Die sind wahrscheinlich jetzt erstmal unglücklich. Okay. Ja. Wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also, sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Hier wurde schon wieder die Tür rausgeschlagen vom Baryonyx. Der hat gar keinen Bock auf die Jeeps. Was passiert, wenn ich die überfahre? Okay, ich springe noch zur Seite. Wir scannen das jetzt mal eben schnell selber. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer, wenn wir das machen. Das Auto fährt sich auch wieder richtig gut. So, Zielmodus. Jetzt müssten wir eigentlich auch... Können wir das scannen? Wir können die halt so scannen. Check beendet. Aber der müsste doch jetzt auch hier das machen können. Okay, er will doch erstmal zu dem anderen fahren. Ist ja auch kein Problem. Oh, die machen gerade eine Animation. Oh, die Süßen. Oh, voll schön. Es reicht eigentlich, wenn wir eingescannt haben. Da sollten wir eigentlich alle Infos kriegen, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich noch gemahlene Frucht, Wasser und gemahlene Faser. Das fehlt dem Stego. Kriegen wir alles hin. Hier hast du schon mal Water. Dann schauen wir mal nach den Pflanzen, die du brauchst. Denk mal, die gemahlene Faser sollte mit diesen Bäumen reichen. Und dann schauen wir uns gleich nochmal nach der Frucht um. Die sind wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ach nee, hier wäre das auch gewesen, so in Kombination. Oh, dann hätte ich lieber die machen sollen. Das muss man natürlich auch ein bisschen wissen, ne? Ich mache auch nochmal so ein paar kleine Büsche rein. Oh, die Musik ist echt schön. Und jetzt ist der Komfort perfekt. Die Pflanzen sehen ja auch richtig cool aus. Ja, ist ein bisschen hügelig und uneben jetzt hier, aber das macht gar nichts. Und das war's. Wetterwarnung erhalten. Oha. Oh oh. Owen. Owen. Ja. Wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire. Aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Ich glaube, das sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Unser erstes Unwetter in JW2. Oha, was machen wir denn jetzt?
Ich denke mal, die Notfallgeneratoren werden schon nicht ausfallen, oder? Ah, da ist noch Treibstoff drin. Die muss man übrigens auch regelmäßig mit Benzin auffüllen. Ich mache mir aber am meisten Sorgen um ihn hier. Eben an diesem Modus. Der büxt auch aus, oder? Oh, der Frechdachs. Es war klar, dass er ausbüchsen wird. Der geht auch direkt auf die Besucher los. Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. Kann ich überhaupt gut so fliegen dabei? Ich auch helfen würde, ich oh, oh. Bin ein wenig eingespannt. Also werde die Saurier beschützen. Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Erstmal Spagat gemacht. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. So, Zaun repariert. Und dann haben wir den Sturm schon überstanden. Das ging ja einigermaßen schnell. Oh, Schutzräume habe ich gar nicht gebaut. Es gibt auch noch wieder diese Bunker. Sollte ich vielleicht mal machen. Ja, das mit dem Zielen kennen wir ja schon alles. Und den Transport auch. Und das Ausbüchsen auch. Also es ist alles nicht wirklich Neuland für uns. Notfallgeneratoren kennen wir auch. Die sollte man halt eigentlich immer neben Kraftwerke und sowas platzieren, damit die einspringen, wenn mal das Kraftwerk sabotiert wird oder ausfällt. Dafür ist es eigentlich gedacht. Einsammeln des Produkts unterwegs. Und da landet er wieder. Transport abgeschlossen. Der Frechdachs. Nicht nochmal ausbüchsen. Jetzt müssen wir mal die Zeit abwarten. Und wir haben es geschafft. Mission abgeschlossen. Arizona! Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Und das war der erste Part von der Jurassic World Evolution 2 Kampagne. Morgen kommt eine neue Folge, also falls ihr die nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.